wollte eigentlich eine Abkürzung nehmen und endlich mal so ein Tor benutzen. Stattdessen bin ich jetzt hier gelandet und weiß überhaupt nicht, wo. Ist ein bisschen dämlich gelaufen, ich gebe es zu, aber es ist ja nichts Neues. Hier, aber hier ist wieder so ein Tor. Wisst ihr was? Weil ich finde es hier wunderschön, aber ich war gerade dabei, eine Quest abzuschließen. Was ist das? Ist es doch kein Tor? Ich hab's doch gewusst, es ist kein Tor. Wo sind wir jetzt? Wo zur Hölle waren wir? Und wieso sind wir jetzt wieder beim Zwerg? Krass. Guck mal, also jetzt zeige ich euch mal, was ich eigentlich machen wollte. So, Karte, ja? Und da sind wir hin. Und da waren wir irgendwie bei diesem magischen Baum. Das war voll toll. Muss ich ja, das muss ich ja sagen. So, aber ich wollte hier hin. Da. Und da gehen wir jetzt auch hin. Nee, können wir nicht, weil da anscheinend kein Tor ist. Verstehe. Ich kann da nicht hinreisen. Ich kann nur zum Zwerg. Na gut. Dann gehen wir jetzt hier raus. Irgendwie. Und gehen da zu Fuß hin. Ja. Es war ja nicht weit. Da ist ein Boot. Jetzt verstehe ich das auch mit den Booten. Immer sind überall Boote. Da. Hin da. Los. Noch eine Geschichte? Eine noch. Es gab einst eine Krebsmutter, die ihren Sohn zurechtließ. Sie wollte, dass er vorwärts läuft, voller Stolz. Nicht seitwärts, wie seine Art war. Aber sie ist auch ein Krebs. Er müsste sagen, ja, ich gehe vorwärts, wenn du mir vormachst, wie. Ja, das hat er gesagt. Das war die Geschichte. Verstehe. Ich liebe diese Geschichten. Hört, wir haben was abgeschlossen. Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Und weg ist er. Tapferer Kerl, Tor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht. Hä? Haben wir es schon oder muss ich es einsammeln? Ich habe ihn gerade geschubst. Hier, dieses Geschwür da, ne? Da sind wir auch noch nicht schlauer, ne? Nee. Da sind wir noch nicht schlauer. Weil diese Truhe wäre natürlich auch toll zu haben. Aber die kriegen wir leider auch nicht. Ach ja. Oh, was ist das? War ich hier gar noch gar nicht? Zwei Truhen sind hier. Und ich habe sie noch nicht mitgenommen. Wie kommen wir da hin? Sag mal, Atreus. Wie komme ich da rein? Hier ist ein Tor. Hier auch.
Das haben wir doch auch irgendwie hochgekriegt. Wie war denn das? Hier ist die Schatztruhe. Hier ist Wasser. Hier ist so ein verkrüppeltes Rad. Und hier ist so ein rotes Geschwür. Ich wünschte, ich wüsste, wie es weggeht. Da sind wir reingekommen. Hier ist die Zugbrücke. Hier war ja nichts weiter drin. Ach so, hier ist ein Portal. Cool, neuer Ort. Manchmal ist es so dunkel, dass man denkt, man könnte da hingehen, ne? So, aber das bringt uns noch nicht weiter. Was ist das? Das ist die Kette. Verstehe. Nicht. Habe ich damit irgendwas bewirkt? Ist jetzt irgendwas anders? Ist jetzt vielleicht das Gatter dadurch hochgegangen? Ja. Das ist schon ein bisschen fies. Cool, sieht gut aus. Was ist es? Ein Talisman. Ein goldener Talisman des Schutzes. Sehr gut. Gut, dass wir noch mal hergekommen sind. Noch mehr Schuppen. Tja, nur die kriege ich leider nicht auf, aber vielleicht löst sich dieses Rätsel auch noch irgendwann. So, das war's, was wir hier zu tun hatten. Jetzt können wir uns ja nochmal dieses Weltending angucken. Das war doch spannend. Ne? Lass uns doch nochmal hier reingehen. Schon toll, ne? Wahnsinn. Was hier so ist. Ach, das ist nur so ein Fragment. Oder wie? Ist toll, ne? Nee, hier kann ich weiterlaufen. Wo komme ich an? Renne ich im Kreis eigentlich? Ja, ne? Toll. Das ist echt schön. Also das ist wirklich der Hammer. Ja, genau. Hier kann ich runtergucken. Hier war ich ja auch schon mal. Und man kann hier auch irgendwie runtergehen anscheinend. Machen wir das mal. Wir springen. Wirklich? Echt jetzt? Blöde Idee! Finde ich auch. Was war das denn für die Idee? Kratos, jetzt sag mal. Man sollte besser nicht vom Weg abkommen. Nein, das war ein Trick. Das ist ja cool. Das Spiel verarscht mich. Was soll das denn? Kratos, was für eine blöde Idee. Und ich mache auch noch mit. Und der Zwerg hat es noch gesagt, nicht vom Weg abkommen und nirgendwo runterspringen. Und was machen... Was machen wir? Wir springen erstmal direkt irgendwo runter. Und dann der Tipp so, man sollte besser nicht vom Weg abkommen.
Ja, verstehe. Okay, das ist sozusagen das Auffangbecken vom Zwerg. Sieht großartig aus. Wirklich richtig toll. Hey, sieh dir das mal an. Was denn? Wo bist du denn? Cool. Alles klar, ihr Lieben. Dann gehe ich mal zum Zwerg. Hey, Brock. Wir haben etwas gefunden. Habt ihr das? Na, da bin ich jetzt ganz ohr. Haben wir das? Na gut, dann haben wir das wohl. Ich wäre entzückt, dass aus diesen Opfergaben Rüstungsteile gemacht werden. Kanntest du ihn? Wie war er so? Wen interessiert das, Junge? Tier ist tot. Lass die Vergangenheit ruhen. Der Zwerg hat recht. Ausnahmsweise. Habe ich auch gar nicht mehr gewusst. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichelecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Na, schade eigentlich. Was noch? Willst du eine Umarmung? Los, Kleine! Verzeihung. Super. Ich liebe den Zwerg. Weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Klauenbogenverbesserung. Ja. Finde ich gut. Oder wie? Armrüstung. Tiers verlorene Panzerhandschuhe der Eintracht. Gegen meine Wildschweinhaut. Oh, das ist aber viel besser. Das machen wir. Herstellen. Sieht gut aus. Voll gut. Habe ich es jetzt nicht ausgerüstet? Dachte ich. Die habe ich jetzt irgendwie schon an, ne? Ja. Okay. Und jetzt. Okay. Blau. Blau scheint auch irgendwie besser zu sein. Aber wenn ich die jetzt verbessere, wieso sollte ich die verbessern? Das macht doch keinen Sinn, ne? Das Horn Heimdals. Abwehr. Ist auch viel besser. Also verbessern. Sehr gut. Goldener Talisman. Das kann ich wohl noch nicht nehmen. Nee, dafür haben wir nicht genug Ressourcen. So. Und, aber wir können bestimmt noch was verkaufen, oder? Oder was für den Kleinen kaufen? Kann ich das? Zauber des Trotzes. Symbol der Schatten. Kann ich nicht auch was für den Kleinen kaufen? Verkaufen. Ach, wir haben diese Hörner. Ja, weg damit. Für dich vielleicht. Okay. Na gut. Achso, hier, Atreus-Rüstung. Sag's nur, Kleiner. Guck mal, den können wir ausrüsten. Basis-Präzision-Schützen-Kluft. Schwäche aufdecken. Wenn er wirkt, nehmen sie mehr Schaden.
Heilungssteine, ja, das ist, glaube ich, in meinem Fall echt sinnvoll. So klein ist wie wir, ist das ein natürlicher Schutz. Oh Mann. Jetzt im Ernst, Heilungssteine finden für Kratos ist genau deine Aufgabe. So. Noch was? Nö, wir haben alles. Vielen Dank. Ja, komm wieder, wenn du etwas brauchst. Machen wir. So, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.